Feuerringe mögen hin und wieder brennen. Die australische Sonne hingegen glüht. Und das ganze Jahr. Besonders im Landesinneren in Alice Springs. Hier in der Wüste sind es heute 45 Grad. Also erst eincremen und dann kann es weitergehen. Tamme soll in Alice Springs Polizeipferde behandeln. Unterwegs will er noch eine Kängurufarm besuchen. Der Weg dorthin führt mitten durchs Outback. Die Hitze macht durstig, also steuern die Wüstenfahrer ein sogenanntes Roadhouse an. Solche Raststätten gibt es im australischen Outback nur alle 200 bis 300 Kilometer. Aber diese kommt in Niedersachsen wie gerufen. Leicht steif. Aber es ist ja witzig, dass in dieser Prärie auf einmal so ein Restaurant erscheint. Mit Möglichkeit tanken und essen. Vor allem mit blühenden Pflanzen hier. Das ist ja echt der Witz. Tamme reicht's mit der Hitze. Wie schön ist doch dagegen echtes ostfriesisches Schiedwetter. Das ist zu viel für eine grüne Pflanze. Echt zu viel. Da kriegen wir ja, das ist ja selbst zum Heu machen zu viel Sonne. Das ist unglaublich. Schnell rein und unter die Klimaanlage. Das Roadhouse südlich von Alice Springs wird vor allem von Truckern angefahren. Meist steht Inhaber Spud Murphy selbst hinterm Tresen. Freut mich. Tammel. Moin. Du bist nah am Rekord. Ja, da komme ich noch nicht hin. Wie viel ist das? Das ist schon was. Hier messen wir die Größe. Einfach hinstellen und messen. So geht's. Der war genauso groß wie seine Frau. Wir messen alle, die hier reinkommen. Das hier war bisher der größte, der da oben. Das war der Rekord. Steffen, Germany. Und Jonas aus Deutschland auf der Seite hier. Der war nur eine Fingerbreit kleiner. Sind alle aus Germany. Das muss doch was zu bedeuten haben. Manche wachsen nicht hoch, sondern breit. Ja. Umfang und Höhe muss eins sein. Spud, alias Schlumpf, führt das Roadhouse seit über 10 Jahren. Seine Tankstelle war für viele schon die letzte Rettung. Man sollte eigentlich immer den Tank ziemlich voll haben. Man sollte den nie runterfahren, weil du kannst an so einem Platz ankommen und willst tanken und die sagen, tut uns leid, wir haben keinen Diesel. Der Tanker kommt in 5 Stunden oder kommt übermorgen. Die Gefahr ist immer da. Nicht? Man muss also immer sehen, dass man den Tank mindestens halb voll hat. Nicht nur deshalb ist es für Tamme unbegreiflich, wie man in dieser heißen Einöde freiwillig wohnen kann. Darum kommt der Spruch, schickt die Schwiegermutter in die Wüste. Meine Mama war. Und jetzt weißt du, wie das sich anfühlt. Ich würde überall Brunnen bohren und beregnen. Ich finde überall Wasser. Ja, da warten die hier drauf. Du. Komm, Prost hier. Schätzelein, du kommst auf halbe Kost, das spüre ich hier. Drin wird mit Bier aufgetankt, draußen mit Diesel. Auch das macht hier der Chef persönlich. Natürlich im Muskelshirt, damit man seine Schlümpfe besser sieht. Auf dieser Seite hier ist Schlumpfine. Und auf der anderen Seite habe ich Papa Schlumpf als Tattoo. Papa Smith. Ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der hieß auch Spud Murphy. Wenn der Name über Lautsprecher ausgerufen wurde, rannten wir beide los. Das war blöd. Da habe ich zu dem anderen gesagt, du bleibst Spud, weil du schon länger hier bist. Und mich könnt ihr ab jetzt Schlumpf nennen. So bin ich zu dem Spitznamen gekommen. Wir sind hier rund 100 Kilometer von Alice Springs entfernt. In der Wüste muss man alleine klarkommen. Was dich nicht umbringt, macht dich hart. Das ist das Motto hier im Outback. Die Fahrt durch die Wüste zu den Polizeipferden geht weiter. Die Känguru-Station, die Tamme unterwegs besuchen möchte, befindet sich im Südosten von Alice Springs. Einer Stadt mitten im Nirgendwo. Im Umkreis von 1000 Kilometern findet man fast nichts als Wüste und Steppe. Auf der Farm werden die Deutschen von Brolger Barnes erwartet. Sein Spitzname? Kangaroo Dundee. Ihm gehört eine Auffangstation für verwaiste Beuteltiere. G'day. Oh, hello. Wow, you're a big boy. Du bist ja so groß wie ich. My name is Tamme. Tamme? Tamme, wie geht's? Ich bin Brolger.
Ja, das ist die bisschen Feder da. Carmen, wie geht's? Gut? Willkommen im Outback. Thank you. Hi, brother. I'm Stefan. Hello, Stefan. Stefan, hi. Wie geht's? You're a tall man like du bist ja me. Genauso groß wie ich. Yes, da fehlen ein paar Pfund, aber kann noch werden. I'd imagine means you're Kompressor fehlt. Ich heiße Brolga. Wisst ihr, was das heißt? Ich weiß so, was ein Broiler ist. Und da ist er nicht dick genug für. Brolga könnte auf dich auch zutreffen, denn Brolga ist ein großer Vogel. Ja, der Mann zu. Kraniche sind doch schön. Da könnten wir mit verwandt sein, das stimmt. Dieser Ort hier ist eine Auffangstation für Kängurus. Es ist ein sicherer Platz für die Tiere. Es ist ihr Zuhause, wenn sie eins brauchen. Die meisten Kängurus sind Waisen und haben ihre Mütter verloren. In der Wildnis könnten sie dann allein nicht überleben. Darum beherberge ich sie hier. Das hier ist eine Stätte für verwaiste Kängurus. Und das Buschgelände hier ist wirklich riesengroß. Perfekt, um kleine Känguru-Babys aufzuziehen. Es ist kein Zoo und auch kein Wildpark. Das hier ist mein Privatgelände. Ich zeige euch jetzt ein paar Baby-Kängurus, ein paar Waisen. Ich zeige euch, wie man sie aufzieht. Wenn ihr wieder geht, wisst ihr alles über Kängurus, wirklich alles. Dann seid ihr Experten. Als erstes zeigt der Tierschützer den Gästen, wo die Findelkinder schlafen. Wenn ich Känguru-Babys aufnehme, die ihre Mutter verloren haben, zum Beispiel durch einen Autounfall, dann stecke ich sie als erstes sofort mit anderen Baby-Kängurus zusammen. Denn dann haben sie einen Freund und fühlen sich nicht so alleine. Am wohlsten fühlen sie sich, wenn jedes in einem Kopfkissenbezug steckt und sie zusammen in einem Wäschekorb sitzen. Ah, ja, ja. Wie hier. Im Wäschekorb transportieren. Gut. Wenn ich euch das jetzt zeige, macht euch bereit, denn das ist wirklich unfassbar niedlich. Die sind echt süß. Wie ihr seht, haben wir hier sogar die passende Bettwäsche für kleine Kinder. Schließlich sind es ja auch kleine Kinder, die hier schlafen. Oh, fein. Seht ihr, das hier ist der kleine Paddy. Und das ist Jimmy. Und Jimmy ist erst 5 Monate alt. Und Paddy ist rund 6,5 Monate alt. Sind das verschiedene Rassen? Nein, dieselbe. Rote Riesenkängurus. Aber die roten Riesenkängurus gibt es in 2 Farben, in Grau und in Rot. Okay, 2 Farben, Grau und Rot. Macht aber viel aus vom Kopf her jetzt, ne? Nicht so weit auseinander. Also, ich bin seine Mutter. Nicht sein Vater. Nein, ich bin die Mutter. Mother, give milk. Yes. Give milk. Ja, ja, ich gebe ihnen Milch und trage die Babys in Laken herum. Die beste Art, sich um ein kleines, verwaistes Känguru-Baby zu kümmern, ist, es so herumzutragen, wie ich es hier gerade tue. Und wenn ich es nicht die ganze Zeit auf dem Arm halten kann, dann nehme ich seinen Beutel und hänge ihn mir über die Schulter. Auf diese Art hat das Baby immer noch das Gefühl, dass es getragen wird, aber ich könnte dabei zum Beispiel das Abendessen kochen. Wenn sie so jung sind wie diese beiden, brauchen sie viel Liebe. Sie brauchen jemanden, der sie hält und ihnen Liebe schenkt. Aber wenn sie älter werden, muss man langsam anfangen, den menschlichen Kontakt zu reduzieren. In der Wildnis würden sie ihrer Mutter überall hin folgen. Wenn sie alt genug sind, lasse ich sie im Garten leben. Sie werden zu einer Gruppe und folgen sich ab dann gegenseitig und nicht mehr dem Menschen. Und irgendwann, wenn sich die Kängurus schon eine ganze Weile gegenseitig folgen, setzen wir die Gruppe in der freien Wildbahn aus. Allein hier aus der Gegend sind es jedes Jahr 300. Hallo. Der hier ist noch viel kleiner. Oh ja. Fass ihn nicht an, halt ihn einfach nur so. Er mag dich. Von hier bis da dasselbe wie wir. Brolga kümmert sich seit mehr als 10 Jahren um Känguru-Babys.
Er weiß alles über ihre Aufzucht. Ach nee. Ich will nicht. Ich will wieder einen Beutel. Ich lasse das Baby hier draußen aus dem Beutel, damit es lernt, zur Toilette zu gehen. Oh yes. Der Kleine erkennt an meinen Schuhen, dass ich seine Mutter bin. Wenn ich gleich loslaufe, folgt er mir hoffentlich. Super. Wie viel Kraft da schon drin ist. Ist uns so ähnlich wie Zumba. Wir bleiben meistens mit den Füßen am Boden. You coming? Kommst du? See, training. Training. Everything is about training. Eine Sache des Trainings. He likes Tamme. Er mag Tamme. Ich habe große Füße, das ist es. Jetzt geht es zu Roger. Einem Känguru, das sich nicht mehr auswildern lässt und das so aggressiv ist, dass man Tiere und Menschen vor ihm schützen muss. Ich halte Roger hinter diesem Zaun, weil er sonst Menschen angreift, hauptsächlich Männer. In diesem Gehege hält er sich auf, irgendwo hier. Ich muss ihn leider einsperren hinter einem Zaun. Er würde sonst Leute angreifen, er ist sehr aggressiv. Und neugierig. Nach ein paar Sekunden taucht er auf. Roger ist sehr gefährlich. Er hat überhaupt keine Angst vor Menschen. Null Respekt. Schaut euch seine Muskulatur an, die ganzen Muskeln. Jetzt schiebt er seinen unteren Rücken nach oben, um größer zu wirken. Wie ist es denn jetzt, wenn Dingos kommen? Hat er noch eine Chance? Bei einem Dingo ja, bei zwei nein. Weil die Dingos die männlichen Zonen angreifen. Aber seht ihr die Muskelpartie hier? Er ist so stark. Diese Muskeln hat er fürs Ringen. Wenn ich mich Roger nähere, denkt er, ich bin... Seht ihr, wenn er sich so aufrichtet, wie er es jetzt macht, dann will er Kickboxen. Ich laufe lieber schnell weg, sonst packt er mich und dann bang! Im Bruchteil einer Sekunde. Nicht vergeht. Wenn man so dicht dran geht, nicht? Roger ist deshalb in der ganzen Welt berühmt geworden. Weil er so groß ist und weil er immer kämpfen will. Ring frei. Runde 1 geht an Roger. Will noch jemand sein Glück versuchen? Tamme und ich sind beide sehr groß. Und du? Wie war dein Name nochmal? Stefan. Und Stefan ist auch sehr groß. Vor allem mit Cowboyhut. So kriegst du mit Roger echt Probleme. Jeder große Mann, der sich ihm nähert, ist in Schwierigkeiten. Ich kämpfe nie mit ihm. Ich laufe weg. Man sollte es nicht darauf anlegen, von Roger attackiert zu werden. Man wird schwer verletzt, vielleicht sogar getötet. Also ist ja schon schwer beeindruckend. Ich habe ja nicht geahnt, dass überhaupt so ein Känguru so riesig werden kann. Ich habe gedacht, das wären relativ kleinere Tiere. Und bei dem ist ja wirklich durch seine Kämpfe mit anderen männlichen Kängurus, dass der wirklich aussieht wie Arnold Schwarzenegger in besten Zeiten. Also das schon, und vor allem, wenn er sich aufrichtet, dann würde ich doch sagen, gut Abstand halten. Das sieht Brolga genauso. Er lockt für seine Besucher lieber harmlosere Artgenossen aus dem Busch. Kängurus sind nachtaktiv. Wir Menschen sehen ja nicht so gut in der Nacht. Es ist jetzt später Nachmittag und es wird bald anfangen zu dämmern. Aus diesem Grund melde ich mich jetzt mal bei Ihnen. Ab und zu schaut dann auch mal mein Emu hier vorbei. Ah, da ist er ja. Manchmal kommt er einfach vorbei.
Er ist tagaktiv, darum schwirrt er hier immer irgendwo rum und kommt sofort, wenn ich rufe. Ah, da sind die Kängurus. Sie heben ihre Köpfe und denken, ah, jetzt können wir rauskommen. Hi. Na? Wie geht's? He's playing. Er spielt. Yeah, he's playing, having fun. Er spielt und hat Spaß. Come on, Jack. Komm her, Jack. Ja, ich würde mal sagen, das weiß ich nicht, wie ich es ausdrücken muss. Ich habe da echt Gänsehaut bei, obwohl es ja jetzt ziemlich warm ist. Dass man sowas erleben darf, das ist einfach, da kann man nur Danke sagen. Das ist wunderschön. Das ist genau das, was ich liebe. Jeder, der hier rauskommt, empfindet Frieden. Du bist in der Natur, gemeinsam mit den Tieren, da, wo sie auch hingehören, kein Zoo. Du siehst die Tiere frei herumhüpfen und hast einfach eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit, die für Carmen viel zu schnell vergeht. Und eine, die sie nie wieder vergessen wird.